Ja, hallo zusammen, mal wieder herzlich willkommen hier auf dem Fenriswolf-Kanal. Schön, dass ihr reinschaut. Ich befinde mich hier gerade im obersten Außengehege für die Hühner, das wir dieses Frühjahr neu angelegt haben. Und weil das schon das dritte Hühnergehege ist, das wir uns anlegen und wir darin immer besser werden, wollen wir unser Wissen mit euch teilen. Ganz am Anfang hatten wir für unsere damals noch 6 Hühner ein relativ kleines Außengehege direkt an den unteren Stall angebaut. Dieses bot jedem Huhn über 10 Quadratmeter Platz, was weit über den Bio-Verordnungen liegt, wurde aber trotzdem relativ schnell kahl. Ihr seht's ja selber, da wächst nicht mehr viel. Und weil Hühner ja schon gerne mal frisches Gras zupfen, haben wir sie regelmäßig hinaus in den Garten gelassen, dass sie sich dort holen können, was sie brauchen. Aber da wir auch ein wenig Gartenbau betreiben, kam es dadurch ständig zu Kollateralschäden. Weintrauben, Himbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren, das Treibhaus und Erdbeeren. Einfach alles, was bei diesen Gartenausflügen in die Reichweite der Hühner kam, wurde ratzfatz zusammengefressen. Zudem hatte die Bande letzten Winter, wo Vogelgrippe Zeit war, herausgefunden, was für ein toller Platz das Treibhaus war, so dass jetzt regelmäßige Treibhausausflüge auf dem Programm standen. Was macht ihr denn da? Auch ständige illegale Sandbäder in unseren Blumenkästen zehrten irgendwann an unsere Nerven. Die Lilien hinter Gitter anzubauen, stellte vorübergehend vielleicht eine gute Lösung dar, auf Dauer nervte sowas aber. Wir kamen also nicht drum rum, einfach mehr umzäunten Auslauf für die Hühner zu schaffen. Dafür eignet sich am besten Maschendrahtzaun, wie hier im Hintergrund, oder Stabmattenzaun, wie wir ihn hier auf der rechten Seite des mittleren Geheges benutzt haben. Die meisten Hühnerhalter bauen ihre Gehege aus Maschendrahtzaun, weil das die günstigere Variante ist. Allerdings ist das Aufstellen und Spannen so eines Maschendrahtzauns um einiges aufwendiger als das einfache Hinstellen von fertigen Zaunelementen. Da Maschendrahtzaun gespannt werden muss, müssen auch die Stickel sehr fest im Boden verankert oder teilweise sogar einbetoniert werden. Dadurch ist man mit dem Gehege örtlich gebunden und alles andere als flexibel. Deshalb bevorzugen wir mittlerweile fertige Zaunelemente zum Gehegebau. Sogenannte Stabmatten. Das hier ist eine sogenannte Doppelstabmatte. Sie besitzt hinten und vorne verstärkende Elemente und ist dadurch relativ schwer. Deshalb bevorzugen wir zum Gehegebau sogenannte 3D-Einstabmatten. Ihre Stabilität nehmen diese Matten aus 3 aus dem Material herausgepresste Sicken. Eine unten, eine in der Mitte und eine oben. Hier auf dem Bild rechts sieht man diese Sicken nochmal recht gut. Und diese Sicken geben dem Material sehr viel Verwindungssteife, das heißt die Elemente sind relativ stabil. Die 3D-Zaunelemente gibt es in verschiedenen Höhen, wobei unsere ca. 1,70 hoch sind. Und die Breite der Elemente ist zwischen 2 Meter und 2,50 Meter wählbar. Die 2,50 Meter Variante wird auch aus ein wenig dickerem Material gefertigt, so dass sie ein wenig robuster und schwerer erscheint. Nochmal ein herzliches Dank an die Firma Hagerfrei, die uns noch einige Elemente zu unserem Gehege dazugeschenkt hat. Ich verlinke euch einfach mal die Seite dieses Online-Zaunhändlers, damit ihr euch selbst ein Bild der verschiedenen Zaunarten und Zauntypen machen könnt. Schon mit 4 Elementen kann man sich so auf die Schnelle ein kleines Außengehege aufbauen. Und solange die einzelnen Zaunelemente nicht in einem zu stumpfen Winkel aufeinander stoßen, braucht man noch nicht mal Pfosten, um die ganze Sache zu stabilisieren. Die Elemente werden untereinander einfach nur mit Kabelbindern oder Draht verbunden. Nur da, wo man eine Türe haben möchte, sollte man nicht auf Pfosten verzichten, um die Türe aufhängen zu können. Auch bei recht langen geraden Strecken macht es Sinn, einige Zwischenpfosten einzusetzen. Wir finden, dass diese Einschlaghülsen hier mit eingesteckten Holzpfosten preis-leistungsmäßig die beste Lösung ist. Sie lassen sich recht gut und zügig in den Boden einschlagen und wenn man das Gehege versetzen will, kriegt man sie auch relativ stressfrei wieder raus. Feine Sache. Als Türchen eignen sich ganz herrlich diese Kompostdurchwurfgitter hier aus dem Baumarkt, Stück ungefähr 29 Euro. Noch schnell einen billigen Scharnier dran geschraubt, zack, Türchen fertig. Saubere Lösung, brauche ich mich bestimmt ein paar Jahre lang nicht mehr drum kümmern. Auch alte, ausgediente Blechregalböden geben ganz hervorragende Geflügeltürchen ab. Wer genug Platz hat, kann natürlich auch mehrere miteinander verbundene Gehege aufbauen. Wir zum Beispiel wollten in der Mitte unseres Gartens noch ein wenig Platz für uns selber haben, deshalb verbindet nur ein schmaler Laufgang das mittlere mit dem oberen Gehege. Aber ihr seht ja selber, die Hühner sind alles andere als doof und haben das Spiel ziemlich schnell gerafft. Worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, ist, dass ihr das Gehege so aufbaut, dass ihr den Stall betreten könnt, ohne vorher durchs Gehege laufen zu müssen. Auf diesem Bild sieht man auch unser altes Gehege vor dem Umbau. Und ganz deutlich heben sich die alten Gehegegrenzen vom restlichen grünen Gras ab.
Im Winter matscht die ganze Sache dann im schlimmsten Fall noch auf. Da will man wirklich nicht täglich durchschlappen, wenn man in den Stall möchte. Und auch den Zugang zum Legenest sollte man so gestalten, dass man hinkommt, ohne durchs Gehege laufen zu müssen. So kann man morgens noch gemütlich im Halbdusel zum Stall eiern, ohne in eine Hühnertretmine zu rennen. Wenn man Küken haben möchte, macht es Sinn, die Zäune untenrum noch ein wenig zusätzlich abzudichten. Denn irgendwie sind die kleinen Federbälle ziemlich erfinderisch, wenn es darum geht, in Nachbarsgarten zu gelangen. Das Kükengehege ist zusätzlich noch komplett mit Netz überdacht. Und gerade Küken leben da im Gegensatz zu unseren anderen großen Hühnern ziemlich gefährlich. Guckt mal genau hin, der Greifer hier hatte schon deutliches Interesse an unseren Hühnern. Damit sich die Hühner also im Außengehege wohlfühlen, brauchen sie Versteckmöglichkeiten. Schon einige überhängende Äste bieten eine willkommene Tarnmöglichkeit. Und auch künstliche Deckung, wie diese aufgespannte Plane hier, werden gern genutzt. Wenn sich im Gehege zusätzliche Obstbäume befinden, so dass es im Herbst Fallobst regnet, umso besser. Prinzipiell kann man sagen, je mehr Tarn- und Versteckmöglichkeiten Hühner im Außengehege haben, desto wohler werden sie sich fühlen. Und zum Wohlfühlfaktor bei Hühnern zählen natürlich auch ausgiebige Staub- bzw. Sandbäder. Und am besten gleich mehrere davon, weil hier verlieren unsere Hühner ihr Ungeziefer und wenn sie sich immer wieder mit neuen Ungeziefer anstecken, macht das auch keinen Sinn. Aber stresst euch nicht mit dem Sandbad, wo keines ist, lassen Hühner im Notfall ganz schnell eines entstehen. Wie kleine Landschaftsarchitekten fangen sie an, ihr Gehege umzugestalten, so dass es ihnen passt. Ich hoffe, wir konnten euch einige schöne Anregungen zur Gestaltung eures eigenen Hühnergeheges geben und verabschieden uns mit einigen stillen Impressionen aus unserem Grundstück. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen da. Oder abonniert doch einfach den Fenriswolf-Kanal, dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn wir einen neuen Film hochladen. Wie zum Beispiel über Heizen mit Holz, wie man sich selber einen ordentlichen Krisenvorrat anlegt, alles rund um die Hühnchenhaltung, wie man sich selber einen Badezug baut und vieles mehr.